Diese Sandsäcke sollen die Ufer der Neiße in der polnischen Kleinstadt Nissa schützen. Denn hier droht ein Deich zu brechen. Mit vereinten Kräften arbeiten die Einsatzkräfte daran, die durchweichte Stelle im Deich zu schließen. Das Ausmaß der Verwüstung, es zeigt sich nur wenige Kilometer entfernt an der Grenze zu Tschechien im Ort Guhuasi. In dieser Schule wurden zeitweise knapp 50 Menschen untergebracht, die ihr Zuhause verlassen mussten. Wir können nirgendwohin zurück. Ich weiß nicht, ob uns irgendjemand helfen wird. Ich habe keine Arbeit, meine Mutter hat eine kleine Rente. Ich weiß nicht, wie wir mit der Situation klarkommen sollen. In Tschechien gehen die Wasserstände heute Morgen an vielen Gewässern zurück, wenn auch nur langsam. Auch hier sind die Schäden gewaltig, die das Hochwasser angerichtet hat. Auch in Österreich gibt es weiterhin keine Entwarnung. Im Bundesland Niederösterreich wurden heute Nacht 7 weitere Ortschaften evakuiert. Bundeskanzler Nehammer hebt die Erfahrung der Einsatzkräfte aus dem Hochwasser 2002 hervor. Diese Erfahrung wurde jetzt eingesetzt, auch um sich hier besser zu schützen. Es gibt viele andere Teile in Niederösterreich, die massiv betroffen sind. Auch die Landeshauptstadt St. Pölten leidet massiv, gerade auch unter dem Wasserdruck. In Dresden steigt der Pegel der Elbe weiter. Am Abend soll der Wasserstand 6 Meter betragen. Damit wäre dann Alarmstufe 3 von 4 erreicht.